Am 29. August 1997 endeten 3 Milliarden Leben. Die Überlebenden des nuklearen Feuers nannten den Krieg den Tag des jüngsten Gerichts. James Camerons episches Actionmeisterwerk mit Arnold Schwarzenegger in einer seiner legendärsten Rollen überzeugte schon 1991 durch bahnbrechende Special Effects und hat bis heute nichts von seiner Klasse verloren. Und hier sind 5 Fakten, mit denen ihr auch am Tag des jüngsten Gerichts noch angeben könnt. Fakt 1. Um die Körperlichkeit eines Cyborgs realistisch nachzustellen, absolvierte Robert Patrick ein intensives Lauftraining, bei dem er ausschließlich durch die Nase atmete. Seine Hingabe zahlte sich aus, denn so konnte er zu Fuß locker mit dem Dirtbike von Edward Furlong mithalten. Fakt 2. Da Kinderdarsteller Edward Furlong während des Drehs stetig wuchs, mussten zahlreiche Maßnahmen zur Erhaltung der Kontinuität getroffen werden. Neben der nachträglichen Synchronisierung seiner Stimme betraf das unter anderem auch das Platzieren von Furlongs Füßen in einem Loch, um den Größenabstand zu Linda Hamilton aufrechtzuerhalten. Du musst zuhören, wie die Menschen sprechen. Schwachsinn wie positiv oder sowas sagt man einfach nicht. Man sagt, na Problemo. Und wenn dir einer komisch kommt, dann sagst du, du kannst mich mal. Und wenn du willst, dass sich einer verpisst, heißt es, hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby. Fakt 3. John! John! Linda Hamiltons Zwillingsschwester Leslie Hamilton Gearan diente für einige Szenen als Double. Vor allem dann, wenn 2 Sarah Connors zu sehen sind. Geh aus dem Weg, John! Schieß! Den gleichen Trick wendet Cameron auch gegen Mitte des Films bei einem Polizeibeamten an. Mit den Zwillingen Don und Dan Stanton. Hey, ich hab ein Full House. Das ist gut, Louis. Ist wohl mein Glückstag. Fakt 4. 2017 erschien eine von James Cameron höchstpersönlich überwachte 4K-Restaurierung und anschließende 3D-Konvertierung des Films. Neben dem nun deutlich schärferen Bild und bombastischem Sound wurde auch ein Detail verändert, das Cameron schon länger störte. In der Verfolgungsjagd in den Wasserkanälen ist nun deutlich Arnold Schwarzeneggers Gesicht zu erkennen und nicht mehr das seines Stunt-Doubles. Fakt 5. Die Helikopter-Szene, in der ein Hubschrauber unter eine Brücke durchfliegt, wurde wirklich so gedreht. Ein ausgebildeter Militärpilot wurde dafür eingestellt und hatte nur jeweils einen Abstand von 1,5 Metern nach oben und unten. Hier war also echte Präzisionsarbeit gefragt. Als sich das Kamerateam weigerte, diese Szene zu drehen, übernahm Cameron dies einfach selbst. Runter, Junge! Welche Facts habt ihr noch zum Film und welcher ist euer Lieblingsteil der Reihe? Schreibt's uns in die Kommentare und checkt doch auch noch unser Best of Terminator 2 Video. Bis bald. We'll be back. Das ist genau dein Ding, hä? Huh?